Schieren sitzen sie am grünen Tische, verschanzt in seines Daches hohe Kanten. Kahlköpfig hocken sie in den Folianten, wie auf dem Aas die alten Tintenfische. Manchmal erscheinen Hände, die Bedreckten mit Tintenschwärze. Ihre Lippen fliegen oft lautlos auf und ihre Zungen wiegen wie rote Rüssel über den Pandekten. Sie scheinen manchmal ferne zu verschwinden, wie Schatten in der weiß getünchten Wand. Plötzlich wächst ihr Maul, ein weißer Sturm von Geifer. Stille dann, und auf dem Rand